Dann mal weiter hier im Text. Hier war nur der Baum, genau. Hier kommt man runter irgendwie. Hier geht's hoch. Entschuldigung, hast du eine Leitung für die Geburtstagsfeier? Aber ja doch, mein Herr, darf ich meine Erinnerung kredenzen? Na gut. Scheint ja alles seine Richtigkeit zu haben. Viel Spaß auf der Feier. Unter den nächsten Dank, mein Herr. Ich habe eine wichtige Persönlichkeit, werde mich augenblicklich zu den anderen und ebenfalls wichtigen Gästen gesellen. Nur herin spaziert. Palast vom Eichenport. Wir sind eine wichtige Persönlichkeit. Eine wichtige Persönlichkeit, die hier nicht mal... Hund, wuff! Da sieht dich mit schuldigen Augen an. Wuff! Ich freue mich schon den ganzen Monat lang so sehr auf den Geburtstag des Bürgermeisterhundes. Da ich vergessen habe, den Anker meiner Yacht zu werfen. Jetzt ist sie aufs offene Meer getrieben, aber das macht nichts. Angeblich hat der Hund des Bürgermeisters dieses Jahr an einem Skirennen teilgenommen und er hat den zweiten Platz erreicht. Er trainiert, um dieses Jahr zu gewinnen. Ich habe ihn einen Kaschschal als Geburtstagsgeschenk gekauft. Meine Liebe, du musst unbedingt eine Orange aus der Leffe probieren oder nach Wasser wirf sie und der Bürgermeister soll sie holen. Es wäre doch ein Anblick, wenn er statt eines vergoldeten Tennisballs eine Orange zurückkommt. Das ist der Bürgermeister? Ja. Guten Tag, mein Kind. Heute hat mein Hund Geburtstag. Willkommen bei der Feier. Den nächsten Dank, werte Herr Bürgermeister, aber mit Verlaub, hast du jemanden erspäht, der deinen Hund auf verdächtige Weise serviert? Ach, keine Ahnung, es ist ein Geburtstag, alle wollen wissen, wie es ihm geht. Warte nur, bis ich das neueste Protein tüdle, das ich Auftrag gegeben habe. Oh Mensch, das wird die Gäste aus den Socken hauen, er ist so süß. Ah, Fomidos, äußerst Fomidos. Wie bitte? Ich hole mir was zu trinken. Hier kann ich hier nicht. Zumindest kann ich die blöden Blümchen wegmachen. Sogar noch höher gehen. Obwohl der Meerkönig im echten Leben nicht so groß war, kann ich mir gut vorstellen, dass er auf seine Gegner wie ein Riese gewirkt hat. Oh ja, und seine schicke Rüste ist sogar noch schicker als unsere schicke Kleider für einen Mann. Ja, gewiss. Die alten Palast in Meerküste stehen, macht er richtig dämlich. Bestimmt hat er sich im Kopf seine Schlachten zermartert, während er diese Hallen auf und ab lief. Ah, in der Tat, und nun wohl uns Adligen seine schwere Last zuteil. Eine kluge Beobachtung Menschen auszuführen, ist eine große Verantwortung. Anzuführen, ja. Mit Verlaub, ich habe... im Voyager ein wenig geplaudert, als ein Mann in rotem Hemd vorbeikam, seine Art gewaltigen Sack als Schal trug. Ich musste schon sagen, er scheint einen äußerst schlichten Modegeschmack zu haben. In der Tat war der Sack. Kann es sein, dass sein Schal die Collection Sack in Gemäldegröße angehört? Das war letztes Jahr äußerst beliebt. Oh, eine Modelline, von der ich eine gehört habe,
Der Sack war aber wirklich etwas so groß wie ein Müll, du hast recht. Ich habe ihn aber schon eine Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er einen Schal ausgezogen. Er scheint ja auch aus einer Kreatur aus dem Feuer nicht besonders modisch. Das stimmt. Was wäre eine Feier in der sich nicht um den Geburtstag eines Hundes tritt? Wusstest du, dass meine Cousin die Werft unten im Hafen gehört? Erwin, sie lässt es Mutter eine Feier und seine Katze. Aber ihr fehlt die Stui, die Wifre, die Hunde, die so an sich haben. Steht das mit dem Hund nicht? Ich glaube wirklich, dass der Bürgermeister der Plantage Efeu Stark aufgetragen hat, dies Äpfel speziell für den Geburtstag seines Hundes zu züchten. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister entdeckt, die so etwas Gutes vor seines Tages, hoffe ich, meinen eigenen Hund oder vielleicht meine Kinder so verlieren zu können. Ich bin schon unheimlich gespannt auf das neue Porträt des Bürgermeisters. Bestimmt kostet es hunderte Kronen. Der Messer wie dir ist auch so zu geben, dass mein Bürgermeister in Tat nicht zu teuer für diesen Hund. Oh, du musst mit den Kanapé probieren. Sie passen wunderbar zum Riesling. Oh ja, ich korrigiere ein Resümee. Das ist fast egal. Hier, nimm einfach eine Erdbeere. Weitergehen. Überall hier. Ja, überall hier. Och ja, das geht auf die Stimme dann irgendwann. Das Gemüse fällt mich unheimlich. Der Zeig-Eschenport voll große Flut. Es vermittelt eine ausgesprochene Beharrlichkeit. Menschen, die geschlagen wurden, aber nicht kaputt gingen. Eine Stadt, die aufgrund von Ungerechtigkeit der Welt leidet und noch weiter existiert. Sind nicht fast alle gestorben? Naja, aber wir leben jetzt hier und es ist unsere acht Kind-Kunst ist nicht für dich. Ja, Kunst ist nichts für mich, ich weiß. Mittelträger Titel Eichenportal Nordmeister wurde von der Stadt vor der Flut abgebildet. Überlasse Bürger liegen die bei weitem schönsten Teppiche und mein Spezialgebiet ist der Vertrieb von erlesenen Teppichen. Ich bin bis zum Zephyrreich gereist, um den ausgeklügelten Webteppich zu studieren, weil ich hier mit der Position anfangen möchte. Verzeihung, junge Dame, bist du eingeschlafen? Meine zephyrische Konstitution leidet sehr unter der Höhenluft hier in Eichenport. Ich komme nämlich aus dem Schickburg. Ich fürchte, das liegt bestimmt auf Meereshöhe. Genau. Obwohl der Bürgermeister seinen Gästen erlesen Weinsäfte sind, die rasteten Sorten angilt, nur für ihn und seinen Hund bestimmt. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister 30 Jongleure und Akrobaten angehört hat, um heute Abend aufzutreten. Wusste gar nicht, dass man den gesamten Stadtrat für solche Anlässe mieten kann. Auf dem Tisch liegen ein paar Wälzer mit poetisch klingenden Titeln. Entscheidend wurden sie hier platziert, um die Partygäste zu beeindrucken. Ein neues Gesicht. Du bewirst den Hund des Bürgers bestimmt auch. Bist du schon lange ein Fan? Oh ja, ich erinnere mich immer noch mit Lächeln an den Tag, an dem ich zum ersten Mal vom Hund gehört habe. Großartige Geschichten, glänzt wie sein Fell und so schön frisiert das Fell. Fell meine ich, nicht Geschichten, die sind natürlich wahr. Ich bin dein größter Fan. In der Tat, und dann werde ich dich nicht länger aufhalten. Ja. Oh, Garten. Wusstest du, dass die Hecken diesen Innenhof bereits seit Jahrhunderten sorgfältig gepflegt werden?
Was für ein Ärmel, die sind sogar älter als das Heckenlabyrinth, das ich eine schicke Adelige in mein Anwesen habe. Oh, älter als meine eigene Hecken, was die schon erlebt haben. Was für ein praktisches Kleidung du trägst, wobei ich gestehen muss, dass ich hier im Palast gleich noch meiner natürlichen pünktlichen Ankunft bei der Fall musste ich feststellen, dass jemand das am Schüttel offen gelassen hatte. Die Bedienstete ist natürlich schnell geschlossen, aber vielleicht habe ich mir eine Lungenentzündung geholt. Ich sehe, dass du gegen so etwas gewappnet bist. Aber ja, doch man weiß nie, wo eine potenzielle Lungenentzündung lauert oder ob man seine Beine nicht tatsächlich mal bewegen muss. Um Himmels Willen, warum sollte man das tun? Ist dein Kammerdiener wirklich vertrauenswürdig? Ach, was für ein Rauschengefühl an einem denkwürdigen Tag für den Geburtstag des Bürgermeisters meines Hundes durch ein solches Monument. Innerhalb zu spazieren, in Tat, er übertrifft sogar meine üppigen Gärten zu Hause. Manchmal tappe ich mich dabei, wie ich diesen Thron ansehe und mich frage, wie es wäre, einen eigenen Thronsaal zu haben. Du hast keinen eigenen Thronsaal, wie traurig finde ich meine Verleitung, mein Anwesen, das gewisse Etwas. Siehst hungrig aus, meine Liebe. Hast du noch nichts gegessen? Die meisten Gäste hier, die früher eingetroffen sind, haben wohl bereits gespeist und sich in der Bibliothek drücken, wo sie auf die Enthüllung des Bürgermeisterhundes warten. In der Tat ist das so, dieses Gemälde verziert mich, ich muss es mir ansehen. Erst obwohl ich die Prahlerei entzückend finde, ist es ein Großteil der Architektur aus der Zeit vor der Flut, ziemlich unförmig für meinen Geschmack. Oh, in der Tat, warum haben sie nur darauf gespürt, ein Gebäude aus solch felsigen Stein zu bauen? Das stimmt, vieles von ihren Wesen über Baukunst ist verloren gegangen und mit ihm die Grobschlächtigkeit, damit kann ich leben. Oh, in der Tat, mir geht es auch so. So groß wie vom Bürgermeister uns während der Geburtstagsfeier seines Todes zu sein Studienzimmer zu gewähren. Wir können sehen, wo er die Entscheidung trifft, deswegen unsere Stadt die Nase vorn hat. Sie ist nicht nach wie vor das Gefühl des Nordmeers. Oh, ich weiß, ich habe gehört, dass die Kalkschildinsel auch nicht zu verachten ist. Und dem unheimlich lebenswürdige und kluge Frauen, stimmt, vielleicht wird diese kleine Insel eines Tages relevant für den Handel. Ich möchte selbst eine Person mit diesem Verstand könnte vielleicht bereits jetzt schon Profit einfahren. Mit den derzeitigen Tarifen könnten sie im Moment mal was? Mir hat das Bürgermeister ein verdächtig komplette, fast fertig ausgefülltes Kreuzworträtsel auf seinen Tisch liegen lassen. Und unter uns gesagt, ich bin gar nicht eingeladen, aber ich bin so ein großer Fan vom Horn des Bürgermeisters, ich musste einfach kommen. Erzähl das aber an niemanden. Weitergehen. Ja, speisen Sie. Und hier soll das Gemälde dann. Das gehen wir schon. Ah, ein Troll ist im Verlies, ein Troll ist im Verlies. Was? Ich kümmere mich darum. Wo ist das Verlies? Ich meine, es tut mir leid, ich bin ganz aufgewühlt. Ist es auf dem Dachboden? Keine Ahnung, wie da hinaus gelangt ist. Lauf den Flur herunter, dann links und dann rechts. Die Treppe ist ins Studio in die Zimmer. Stand und du sorgst dafür, dass dieser Typ nicht das Gemälde des Bürgermeisters klaut.
Studierzimmer studiert denn oder doch hier? Ist das ein Troll? Ja, das ist wohl das Porträt des Bürgermeisterhundes. Hast du den Troll besiegt? Schau, das ist jetzt egal, während du gekämpft hast, hat sich der Kerl, den du in der Bibliothek gestellt hast, den Bürgermeisterhund geschnappt und ist mit ihm davon gelaufen. Er ist durch das Südtor der Stadt. Du musst ihn finden. Auch noch das Südtor der Stadt. Was? Ich werde den Hundeentführer aufhalten. Moment mal, wieso bist du ihm nicht nach? Er musste hier bleiben und den Bürgermeister beruhigen. Er ist untröstlich, ziemlich aufgebracht. Ich will nicht, dass er in seinem Zustand wichtige Entscheidungen trifft. Das könnte böse enden. Ich werde hier bleiben und mich darum kümmern. Und du kümmerst dich um diesen Hundeentführer. Na gut, wenn er dir das Südtor genommen hat, will er wahrscheinlich zum Hafen und die Insel verlassen. Ich sollte mich beeilen. Muss ich mich um den Hund kümmern? Wird gelobt, Pudel bist du sonst, was ist ein Hund? Hunde können hübsch sein, Hunde können süß sein. Das ist, was Hundeliebe anbetrifft, schon ganz schön übertrieben. Hier. Er will zum Hafen. Seht zumindest jemanden. Na gut, kann schon sein, dass ich die Lieferung beim Alpenkurs nein, das. Hier brauche ich nicht. Der ist neu. Stolzende Packkabine. Hey, willst du Fähre zur Insel Liffe? Nee, ich biete die Überfahrt günstig an, weil ich, naja, das Geschäft läuft seit den ganzen angegriffenen Geister nicht so gut. Deshalb mache ich eine Werbung. Das Geschäft anzukommen. Hast du Lust? Ich bleibe hier, danke. Aber eigentlich will ich dahin. Ich habe das Gefühl. Willst du vorbei, Leute? Das Passwort ist vielleicht Passwort. Nein. Ach, lol. Ich verstehe.
Was soll das? Wie hast du mich gefunden? Mit echt guten detektivischen Fähigkeiten. Und ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie dich gesehen haben. Und recht unauffällig warst du. Gib mir den Hund des Bürgermeisters zurück. Du Hundeentführer, keine Chance, ich bringe dieses Hühnchen zum Ballasthafen und versteige es dort. Es wird mir hübsches Hühnchen einbringen. Hehehe. Was du noch dafür bezahlen, dass du mich aufhalten wolltest? Huch, der Hund wollte wohl unbedingt zu seiner Geburtstagsfahrt zurückkehren. Am besten, ich gehe jetzt zum Hauptmann der Wache. Geh zum Hauptmann der Wache und unsere Wache Bescheid. Ja, der Hauptmann der Wache. Der Hauptmann der Wache. Der Hauptmann der Wache. Rüstung, noch mehr Rüstung. Moment, der Hauptmann, müsste das nicht. Das ist zwar nicht der Hauptmann, aber Vizehauptmann. Aber wir können zur Liffe, was ich eigentlich gar nicht mehr schmecken finde. Wie war das mit den Hauptmann der Wache? War das nicht hier irgendwie? Der hier, genau hier. Das war. Ach ja. Du bist wieder da. Ich habe meinen Männern im Palast gehört, dass der Hunde in Führung gab, aber der Hund ist wieder zurück. Ich habe die bis zum Hafen verfolgt und ihm eine Lektion erteilt. Du hast Eichenpott einen großen Dienst erwiesen. Dieser Hund ist so ein guter Hund, so ein guter Junge. Danke für deine Belohnung. Aha. Der andere ist ja auch eingesperrt, der Trompeter. Der Arme. Der Arme. Naja, passiert halt.